Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Ascended. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Wir sind zurück zu Hause. Unser Ankylo steht unten im Hof. Da können wir dann auch gleich mal gucken, ob wir vielleicht für den schon einen besseren Sattel haben. Ich weiß nicht mehr genau. Für irgendeins von unseren Farmtieren hatten wir auf jeden Fall schon einen besseren Sattel. Entweder war es der Ankylo oder es war der Düdi. Bevor wir das machen, bauen wir jetzt aber erstmal unser Gewächshaus auf, unser neues Gewächshaus. Denn das sollte ja erst hier stehen, aber das ging ja hier vorne mit der Dachform so nicht auf. Deswegen habe ich unsere Plattform drüben raus nochmal ein Stück erweitert. Und da kommt jetzt unser neues Gewächshaus hin. Wir dürften eigentlich auch alles haben, um es jetzt schon mal komplett fertig bauen zu können, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe hier mit den Teilen. Gucken wir mal. Und dann setzen wir auch gleich schon mal die ersten Beete rein und gucken auch, ob das mit der Bewässerung alles so weit passt. Hoffentlich können wir überhaupt alles tragen auf einmal. Sieht nicht so aus. Wir nehmen erstmal die Wände und die einfachen Decken mit. So. Und das fängt dann auch gleich schon ganz genau hier vorne, soll es schon losgehen mit dem Gewächshaus. Was war denn die Innenseite? Blau war die Innenseite, grün war die Außenseite. Hier natürlich die Tür rein. So, wie gesagt, jetzt müssten wir eigentlich einmal komplett rum auf jeden Fall kommen. Mit den Dachteilen weiß ich nicht genau, ob es alles aufgeht. Aber wir haben auch noch ein bisschen Kristall in der Werkbank. Zur Not können wir noch ein paar Gewächshausteile herstellen. Das hat mir drüben aber auch so insgesamt nicht gefallen. Also ich habe dann noch mal ein bisschen rumprobiert gehabt, bevor ich dann endgültig gesagt habe, wir brauchen einen neuen Standort. Das sah auch einfach da drüben irgendwie nicht so, das hat da irgendwie nicht so ganz hingepasst. Auch mit dem, wie man reinkam ins Gewächshaus, mit dem Zugang, so mit den Treppen runter und so weiter, das sah alles einfach nicht so aus. So, das ging auch schon mal super auf. Und wir haben auch jetzt ein deutlich größeres Gewächshaus dadurch. So, und hier vorne möchte ich dann auf jeden Fall so rübergehen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie es weiter aufgeht. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall die anderen Dachteile noch. Und habe ich eigentlich auch zwei, ja, habe ich zwei Dreieckswände gebaut. So, und dann brauchen wir jetzt erstmal die Teile, ne? Alles klar, können wir mal noch mitlaufen. Super. So. Das heißt, die einmal hier rein. Sind gleichmäßig. Naja, das passt so. Und hier. Ach, Moment. Wie kommt man. Ach so. Moment, es gibt ja auch noch die Dachform, ne? So rüber oder. Nee, wenn dann so rüber, müsste es aufgehen. Zeig mal her. Nee, andersrum. So rüber. Ja. Sehr cool. Okay, einmal dann hier das gleiche. So rüber hatten wir gesagt, ne? Und. Nee, anders rüber. Hier. So rüber. Und können wir da. Achso, Moment. Können wir da jetzt mit der anderen Dachform. Nee. Nee, dann müssen wir auch dies. Müssen wir das auch so. Oh, das gefällt mir, Leute. Das gefällt mir. Das sieht cool aus. Okay, und dann können wir hier jetzt einmal mit den normalen Dachteilen weiterarbeiten, ne? Oh, ja, aber nicht so rüber. Ja, Dach nochmal aufheben. Ein. Sag mal, Spiel! Lass mich das Dach jetzt einpacken, wo es hin soll. So, zack, da und da. Und hier geht's wieder. Aber so, ne? Eins, zwei, drei, vier. Und. Nee, Moment, hier können wir auch mit denen weitermachen. Ich wollte sagen, brauchen wir noch normale Dachschrägen. Nee, hier können wir auch mit denen einfach weitermachen. Ja, Leute, das ist super. Können wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja.
7, 8 Beete kriegen wir rein. Ich habe auf jeden Fall schon mal 8 Beete vorbereitet. Hier drüben will ich aber auch trotzdem Beete setzen, hier draußen. Dann machen wir so einen kleinen, bepflanzten, offenen Terrassenbereich oder so, weil die funktionieren ja auch ohne Gewächshaus. So, warte mal, gib mal die Dachteile her. Eine Tür, das. Müsste passen, Leute. Guck mal, hier brauchen wir ja nur 4 von denen. Oh! Dann müssen wir das wieder hochheben, dann kriegen wir das Dach ja auch wieder von außen. Ja, zack. Gib den nochmal her. So da rein. Das, das, das. Und Dreiecksdächer, genau wie unten die Böden. Ja, super, Leute. Geht genau auf, hat mich nicht verzählt, hat genau gepasst. Das gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Mach nochmal die Tür rein jetzt. Und es, ich finde auch insgesamt passt es so besser zusammen mit unserer Basis. Komm her, wir gucken einmal kurz von außen. Wir haben jetzt auch schon das komplette Dach schwarz gepinselt. Halt mal an hier. Ja. Guck mal, da oben kommt ja auch noch was drauf, ne? Wir machen ja da noch eine Verbindung per Leiter nach oben auf den Felsen. Da kommt noch eine große Plattform drauf, vielleicht sogar ein kleiner Turm nach oben. Und hier kommt ja auch noch eine zweite und dann vielleicht noch eine dritte kleinere Etage oben drauf. Das passt auch super hin, wie es hier so drüber raussteht, ne? Mir gefällt es gut, Leute. Genau hier in Richtung von dem kleinen Krater ausgerichtet. Ja, ja, Leute, das viel besser als drüben auf der anderen Seite und vor allem auch deutlich größer. Sehr schön. Sehr schön. Das hat auch schon mal gut funktioniert. Hat schon mal sehr gut funktioniert. Jetzt packen wir schon mal gleich die Beete rein. Und Wasserversorgung. Gib erstmal 6 Beete mit. Wasser hier nehmen wir alle mit. Wasser habe ich übrigens unter der Plattform jetzt nochmal langgezogen. Von drüben, weil wir hatten ja erst das Wasser nach drüben gelegt. Das heißt, hier steht noch ein Brunnen jetzt. Und unter der Plattform irgendwo hier auf der Höhe steht ein Brunnen. Das heißt, wir sollten hier drin Wasser haben. Die snappen auf den Plattformen. Naja, super. Dann sitzen sie auch genau mittig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und Wasserhähne. Am besten irgendwie kriegen wir die an die... Oh, das ist ja richtig gut. So machen wir das, Leute. Zack. In der Mitte wird sogar doppelt bewässert, aber egal. Es schadet nicht. Und läuft. Wasser läuft. Wasser läuft. Alles klar, Leute. Die Brunnen reichen also bis hier. Super Sache. Dünger haben wir ja auch schon ein bisschen, aber wir haben jetzt, glaube ich, gerade keine, die sind, glaube ich, alle schon verdorben. Wir hatten ja, glaube ich, auch schon ein paar Karotten-Seeds und so weiter. Aber, ja, sehr cool. Komm, wir holen die letzten Beete auch noch, die kriegen wir hinten noch reingequetscht. Ein Wasserhahn haben wir ja noch in der Tasche jetzt, ne? Ja, komm, gib mal die beiden noch her. Snappen die eigentlich auch an die Wände? Das wäre cool. Nee. Okay, hier haben wir die Dreiecksböden, ne? Aber warte mal, wenn wir den jetzt hier ranmachen und den dann... Ah, okay, dann steht er ein bisschen weit vorne, ne? Ah, schade. Okay, nee, das müssen wir dann freisetzen. Warte mal, hebe ich das Richtige auf? Ja, nicht, dass ich den Boden unter den Füßen wegziehe. Okay, da gucken wir so, dass wir das einigermaßen mittig dahingesetzt bekommen. Sagen wir mal... Ah, mal so. Oh, wo ist der andere hin? Da. Ja, guck mal, das ist doch genau mittig. So. Dann kommst du da auch nochmal hin, Wasserhahn. Läuft auch, ne? Ja. Steht auch dran, ne? Ja, 600 von 600 Wasser. Ist bewässert. Okay. Es blubbert fröhlich vor sich hin in unserem Gewächshaus. Das ist schon mal super. Lass mal gucken, haben wir noch irgendwelche besonderen Seeds? Ich glaube nämlich nicht mehr. Nee, ne? Wir haben nur noch das Saatgut für die... Wir könnten eigentlich auch... Haben wir nicht noch einen zweiten? Doch, Räucherschrank. Wir machen mal... Wo stellen wir den denn mal hin?
Vielleicht einfach hier an die Seite. Ne, das stört die Treppen, ne? Ich will... Können wir die stapeln? Ne, nebeneinander stellen können wir höchstens noch einen hier. Ja, passt doch noch, passt doch noch. Gib mal die Hälfte her. Wir machen mal einen extra Schrank nur für das Saatgut. Dass wir das ein bisschen raussortieren. Die konnten wir nicht einpflanzen, ne? Die Pilze auch nicht. Ne, die gingen nicht. Halt, hier haben wir noch einmal Saatgut. So, schmeißen wir das mal extra. Aber wir haben... Das sind alles nur die Berries, ne? Ja, das sind nur die Berries. Schade, schade, schade. Ja, wir haben keine Karotten oder irgendwas. Wir könnten aber gucken, ob wir welche kriegen. Wir können ja mit dem Biber kurz mal ein paar Büsche abernten. Wenn wir Glück haben, ist vielleicht was dabei. Dann können wir auch gleich mal gucken, ob wir einen Sattel für den Anki haben. Da bist du übrigens, Rimir, du hast es ins Spiel geschafft. Hopp, genauso wie Torben. Einige sind schon da jetzt. Brauchen noch mehr Dinos. Last Death. Achso, übrigens, ihr Lieben, ich bin glorreich vom Dach gefallen beim Streichen. Hier war der Todestag. Können wir das auch ausmachen? Ah, sehr schön. Hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Da oben. Schön abgeschmögelt und zack, Ende Gelände. So ist es. Das sind die glorreichsten Tode von allen. Die will man am liebsten verschweigen, wenn man im Kampf gegen den Dino fällt. Glorreich in der Schlacht. Aber nee. Flex fällt einfach beim Streichen vom Dach. Ah, herrlich. So passiert's. So kann man in Ark auch zu Tode kommen. Man baut eine Basis irgendwo oben und fällt beim Streichen vom Dach. Ist halt nur nicht so glorreich wie im Kampf gegen einen T-Rex. Aber es passiert. So. Guck jetzt auch nochmal Ausdauer. Mal ein bisschen Speed. Hier können wir eigentlich auch mal gucken, dass wir das nächste... Oh, wollen wir schon mal das nächste Pärchen? Dann hätten wir schon mal einen zweiten Pelagonis. Wenn wir Glück haben, wird es ein Weibchen. Das wäre perfekt für die nächste Nachzucht. Es geht ja recht schnell. Kommt jetzt nochmal Ausdauer? Ja komm, das machen wir kurz. Die beiden waren jetzt eh die nächsten. Hier ist Silver und Blackbird. Verhalten. Paarung aktiviert. Habe ich draufgeklickt? Ne, irgendwie nicht, ne? Nochmal. Doch, warte, scheint an zu sein. Okay, und dann du, Silver. Paarung aktiviert. Ja, läuft. Mating. Alles klar, können wir auch gleich mal gucken wegen den Einstellungen, weil da habe ich auch noch ein bisschen rumprobiert, dass die Babys nicht mehr so schnell auswachsen. Das können wir dann jetzt mal an so einem Pelagornis auch mal testen, bevor wir was anderes züchten. So, was kriegst du denn nochmal? Nochmal ein bisschen Ausdauer. Und dann gucken wir mal an unseren Sattelschrank. Haben wir einen Anki-Sattel? Atropleura, oh, cooler Allosaurus-Sattel. Basilosaurus, auch cool. Ein Dödi-Sattel hatten wir schon. Ein Manta-Sattel. Nochmal einmal Pelagornis. Und ein Sarko-Sattel fürs Kroko. Okay, dann bauen wir uns kurz schon mal ein. Für den Anki. Hopp. Ah, super, ich bin so zufrieden mit unserem Gewächshaus. Das ist so gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Bauen wir den eigentlich hier oder wo bauen wir den? Such doch einfach mal. Da ist er. Ja, geht. So viel kostet er gar nicht. Den bauen wir. Alles klar. Hat unser Anki auch schon mal einen Sattel. Ist doch super. Schmeiß mal das Gammelfleisch hier kurz rein. So, Lieben, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, wir sind super. Wir haben die Folge gerade angefangen. Weil ich auch so ein bisschen den Plan habe, zu gucken, ob wir uns in dieser Folge versuchen, auch gleich noch einen Frosch zu holen. Dann haben wir schon ein zweites wichtiges Farmtier. Was renne ich denn überall rum? Hier ist der Anki-Sattel. Weil mit dem Agi können wir ja rüberfliegen, können uns einen Frosch aus dem Sumpf krallen. Dann nehmen wir einen kleinen Zeh im Käfig mit, lassen den da reinfallen und holen uns einen Frosch für Zement. Und es macht doch einfach super Spaß, mit dem Frosch über die Karte zu flitzen. Muss man auch mal sagen. So. Oh, guck mal, der steht schon eine Weile rum. Ja, ich habe halt nochmal Kristall geholt, nee, für die Gewächshausteile. Zweimal noch. Derzeit hat er hier schon rumgestanden. So, der braucht ja, wie gesagt, eigentlich nur wirklich Gewicht. Der muss viel, viel schleppen können. Und vielleicht ein ganz bisschen Ausdauer. Dass er nicht nach zweimal Zuschlagen schon außer Puste ist beim Arbeiten. Dass wir auch ein bisschen mit dem arbeiten können. Aber ansonsten braucht er eigentlich nur Gewicht. Hat eh schon super viel Leben. Das Tempo braucht er auch nicht.
Gewicht, Gewicht, Gewicht. Der muss schleppen können. Der reduziert das Gewicht von Eisen, meine ich, um 75%. So, haben wir nochmal Dünger hier drin? Ja. Einmal da. Ah, hier dauert es noch. Okay. Wo ist unser Biber? Der ist hier. Komm mal her, Butzemann. Wir gucken mal, ob wir gleich was kriegen, was wir oben einpflanzen können. Das wäre super. Man kann auch schon mal ein bisschen was auswachsen, während wir unterwegs sind. Das hilft uns dann fürs zukünftige Zähmen von Pflanzenfressern. Gerade Karotten sind super. Ich weiß gar nicht mehr, man kriegt die hier raus, ne? Man brauchte nur normale Büsche abernten und konnte... Da sind doch schon welche. Ich glaube, wir haben schon Karotten-Seeds gefunden. Halt mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Außerdem kriegen wir auch so noch gleich ein paar Narco-Berries. Oh, das ist ein schöner Para. Level 64. Ein Weibchen. Wir bräuchten, wenn dann, wenn wir noch mal ein Para holen, bräuchten wir ein Männchen. Wir haben ja schon zwei Weibchen. Oh, nochmal ein Baum abgenagt nebenbei. Ist halt ein Biber. So, lass mal gucken, was haben wir denn schon Schönes? Guck mal, hier die Zitronengras. Das nochmal ein besonderer Seed. Hier, zieht nochmal das andere. Rock Carrot, nur zweimal. Das war alles Besondere an Seeds, ne? Der Rest sind die normalen Berry Seeds. Ja, das heißt, das können wir alles wegschmeißen. Okay, das ist noch nicht keine große Ausbeute, aber beim Anpflanzen kriegt man ja am Ende dann mehr raus. Aber so ein drittes Mal Karotten hätte ich gern noch. Wir gucken auf der anderen Seite nochmal kurz. Vielleicht können wir hier auch mal unser Tor nebenbei fertig bauen. Wir haben noch Zeit, Leute, wir haben Zeit. Wir waren doch jetzt immer viel, viel unterwegs auch. Muss eine gute Mischung sein zwischen, wir müssen, ne, gehen auf 10 Touren und kümmern uns auch um unsere Basis und auch ums Ressourcen sammeln und alles, was halt zum Spiel dazu gehört. Und es macht doch einfach Spaß. Man muss seine Tierchen ja auch mal benutzen. Oh, was habe ich denn? Oh nein, ich habe irgendwas gebissen. Was habe ich denn gebissen? Habe ich da... Oder hat das Strike... Ist der hier alleine? Bist du alleine? Nee, da ist seine Mama, ne? Du bist die Mama, oder? Bist du? Level 20, ja, das ist die Mama. Dann hat er irgendwie... Der ist gerade in Schockstarre. Ich glaube, wir haben ihn einfach erschrocken. Oder haben wir einen Dodo erwischt. Oder hat er einfach nur so vor sich hingequietscht vor lauter Schreck. Kann auch sein. So, wir gucken nochmal. Guck mal, das ist doch schon mal super. Nochmal Karotten. Das nochmal. Die und das. Der Rest ist wieder nur... normales Zeug. Raus damit. Ah, der hat eigentlich schon alles genug. Der ist schon gut. So, okay. Tür zu. Also, die haben noch, wir haben noch so viel, es gibt noch so viel zu tun und so viel zu erleben. Mit dem Rex noch losziehen. Und dann ins Eisgebiet uns mal aufmachen, da auch mal gucken, wie das aussieht. Bin ich auch mal so gespannt, wie das ganze Wintergebiet aussieht. Wir werden uns ja auch eine Winterbasis bauen, im Redwood basteln. So, das haben wir alles. Was wir brauchen, wir nehmen hier noch einmal Dünger mit. Und das muss noch. Okay, komm her, ab nach oben. Hopp. Ah, so schön, unser Gewächshaus, Leute. Dünger hatte ich hier reingeschmissen. Wir pflanzen mal sechs. Wir machen ruhig sechs Felder voll erstmal. Sechs Stück reicht. Oder machen wir acht Felder gleich voll? Wir machen acht Felder gleich voll. Komm. Sind sieben, sind acht, ne? Ja. Wir pflanzen gleich alles voll. Wenn wir später erstmal einen Dung Beetle haben und ein Fiomia, dann haben wir genug an Dünger. So. Hier einmal das rein. Düngen. Daneben ruhig nochmal. Zack. Dünger drauf. Hier dann ja. Einmal Zitrone. Hinten wo sind die Karotten? Da. Halt einmal reicht. Zack. Karotten. Hier auch nochmal Karotten. Hier nochmal die Zitrone und die letzten zwei davon. Oh. So,
Sehr schön. Oh, guck mal hier. Kommen schon die ersten Pflänzchen raus. Hier auch bei den Karotten. Guck mal hier. Richtig gut. Was haben wir an Dünger? 52.000. Man kann ja immer mehr reinschmeißen. Willst du, ne? Das steigt dann immer mehr, stackt dann immer der Dünger. Okay. Schade nur, dass diese besonderen Seeds nicht lange halten. Selbst im Räucherschrank nicht. Ne, die gehen auch hier schnell kaputt, ne? Ja, etwas mehr als, etwas weniger als 2 Stunden so rum halten die nur. Ja. Die sind also wirklich immer schnell kaputt. So, lass uns nochmal einen Schluck trinken. Und, ja, was sagt die Zeit? Zeit sagt gut. Frosch braucht ja nicht lange. Dann lass uns doch oben auch gleich schon mit der nächsten Etage anfangen. Zumindest schon mal die Wände rundherum setzen. Da haben wir auf jeden Fall nämlich genug. Ja, machen wir. Ach so. Ah, mal gucken, wie das hier aussieht. Weil die müssen wir jetzt über Kreuz setzen hier, wegen der Dachform. Die müssen wir so setzen. Zeig mal her. Wie sieht das aus? Es geht noch. Könnte man noch eine Säule zwischensetzen oder 2 Säulen hier an die Endstücken und hier vielleicht sogar auch. Dann sieht es ein bisschen dekorierter aus. Und dann ein Schrank wieder zwischen oder ein Kamin in die Ecke. Da fällt uns schon was ein. So. Ja, hier raus ruhig Fenster. Ja, hier raus ruhig Fenster. Auf der Seite hier. Da muss keins hin. Da würde ich sagen auch nicht. Und ich würde sagen, wir machen hier auch nur... Also, ne, gehen nicht höher raus. Hier kommt jetzt schon das Dach drauf. Also, das wird jetzt keine Wand mehr hier oben draufsetzen. Hier kommt schon das Dach drauf. Mitte können ruhig 2 Fenster. Ja, und hier raus natürlich auch. Wollen ja auch ein bisschen die Aussicht genießen. Zack. So. Ich bin auch am überlegen, ob wir dann, ob wir das auch noch von der Farbe ändern. Zu dem dunklen Dach, ob wir vielleicht das Holz irgendwie in einem helleren Ton sogar noch machen. Das ist ja eh schon ziemlich hell, aber was noch heller machen. So, und hier außen auf jeden Fall auch wieder Fenster. Und... Ja, sehr schön. 2 in der Mitte, dann Wände. Und hier außen wieder Fenster. Ja, super. Wie gesagt, und da gleich das Dach drauf. Und dann können wir nämlich dann... Und dann oben drauf halt noch einen Aufbau. Da kommt jetzt nochmal so ein Dach wieder drauf, wie unten eben. Dann auch wieder ein Flachdach rein. Dann können wir von hier mit einem einfachen Leiter und einer Luke auf die nächste Etage. Und da kommt dann noch ein Aufbau drauf. Und der wird dann ein bisschen höher, wie so ein kleiner Turm oben drauf irgendwie. Gucken wir schon mal von hier. Ja, super. Ne? Da ist das nächste Dach drauf, muss man sich vorstellen. Dann auch in dunkel gestrichen wieder. Das wird schon. Gerade unser Gewächshaus hier drüben, das ist richtig super. Das passt da sehr schön hin. Okay, Leute. Ich würde sagen, machen wir uns auf den Weg Richtung Sumpf. Wir brauchen auf jeden Fall 4 Fundamente und 16 Wände. Ich weiß nicht, wie hoch der Frosch springt, wenn er flüchtet. Das sollte aber reichen. Dann haben wir ein 2 mal 2 Zehmkäfig mit einer Wandhöhe von auch 2. Der Agi kann das locker alles tragen. Der hat, glaube ich, auch sogar eine Gewichtsreduktion für Bauteile. Hat er auch. Okay. Das heißt, wir fliegen los. Ihr Lieben, ich würde sagen, ich setze jetzt hier einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann gleich am Sumpf wieder, weil ich fliege nur die Küste hoch, greife auch nichts an, Richtung Sumpf halt und da ja doch ein kleines Stück ist es ja doch, dass wir auf jeden Fall auch genug Zeit noch haben, am Ende den Frosch auf jeden Fall sicher zu zähmen. Das heißt, wir sehen uns dann gleich am Sumpf, ihr Lieben. So, ihr Lieben, da sind wir am Sumpf angekommen. Wir fliegen jetzt einmal kurz rüber auf die andere Seite und stellen da unseren kleinen Zehmkäfig auf. Für einen Belzebufo braucht man ja eigentlich nicht unbedingt einen Zehmkäfig, weil man die ja auch bolern kann, die kleinen Frösche. Aber hier in der Ecke ist es einfach ein bisschen sicherer, finde ich. Nicht, dass uns irgendwas angerannt kommt hier aus dem Sumpf und uns den Belzebufo gleich wieder wegfrisst. Wenn wir überhaupt einen finden, heißt, wir müssen ja erstmal einen finden. Bis jetzt hat uns Ark hier echt verwöhnt. Also, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass jetzt, ob das allgemein so ist in Ascendant, kann ich mir aber nicht vorstellen. Dass das so ein Unterschied ist zu Survival Evolved mit den Tierchen.
dass wir bis jetzt so ein Glück hatten, einfach immer schöne Level zu finden und auch relativ schnell die Tiere zu finden. Aber ich schätze, das wird irgendwann auch mal aus sein, das Glück. Oh, da draußen ist ein Alpha-Megalodon. Richtig schön. Versuch gerade ein paar Pelagornis zu fressen. So, wir fliegen ein kleines Stück ruhig weg vom Sumpf. Müssen ja nicht ganz nah dran sein. Das war hier so ein, hier am besten. Hier sieht es doch schon ganz gut aus. Obwohl selbst hier ab und zu mal eine Titanoboa rumkriecht. So. Kurz gucken, ob irgendwas angerannt kommt. Sieht aber nicht so aus. Alles klar, hier bauen wir schnell unseren Zähmkäfig auf. Gib die Dinger her und die Wände. So. Einmal so rüber, einmal so rüber. Halt, da müssen noch Fenster rein. So wird's nichts mit dem Zähmkäfig. Können wir zwar das Tier reinschmeißen, aber nicht reinschießen. So. Fenster, Fenster. Wupp. So. Jetzt nochmal einen hier ran. Yep. Und einmal hier. Machen wir auch von außen und sind wir eingesperrt. Zack, zack. Obendrauf. Normale, ich weiß nicht, wie hoch der, ich habe keine Ahnung mehr, wie hoch der springt. Ich meine, aber da dürft er nicht, irgendwas wird hier gefressen oder stampft hier irgendwas rum, irgendwas frisst hier. Okay, Zähmkäfig steht. Müssen wir nur noch ein oh ja, da ist ein Kroko unterwegs. Was ist denn das für eins? Ist das ein Capros? Ja, das sieht aus wie ein Capros-Sukus. Hier ist ein Sarko tatsächlich. Niedrig vom Level. Ich weiß noch nicht, was er da frisst. Aber wir fressen jetzt den Sarko. Gibt der nicht auch Prime Meat? Ich habe das Prime Meat nämlich vergessen. Ja, der gibt Prime Meat. Weil die Frösche fressen doch auch Fleisch, ne? Ich meine schon. Okay. Da vorne war ein Capros. Die sind noch ein bisschen kleiner. Das ist einer hier, ein Capros-Sukus. Die können uns, können uns abmounten. Ich weiß gar nicht, ob wir die tragen können. Sind die klein genug, dass wir die tragen können? Das wäre natürlich cool. Den haben wir nicht erwischt. Oder wir können die nicht tragen. Ich weiß es nicht. Oh, wow, 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 wow. Das war richtig gefährlich. Ich hab da gesehen, wie der vorbeigeschossen ist. Wo ist er hingesegelt? Ei, das war gefährlich, Leute. Ich glaube, ich kann ihn noch nicht greifen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber lass mal gucken, nicht, dass jetzt wieder, dass wir wieder keine wilden Tiere hochheben können. Ich hatte extra noch mal geguckt, beim letzten Mal ging es dann. Nachdem es mit dem Anklo nicht geklappt hat, ging es mit anderen Tieren. Da vorne haben wir ein Fiomia, das können wir auf jeden Fall tragen. Wenn wir es erwischen. Ja, ja, super. Ein 64er Fiomia. Alles klar, danke Fiomia, du warst nur ein Testobjekt. Dann können wir wahrscheinlich keinen Caprosuchus hochheben. Da müssen wir auch echt aufpassen, weil wenn da uns einer anjumpt oder so eine Titanoboa, wenn die uns zu oft beißt, wenn die hochlevelig ist, dann schläft unser Vogel hier ein. Okay, rein in den Sumpf, Leute. Nur nicht zu flach werden von der Höhe hier, dann wird's gefährlich. So ein bisschen durchs Unterholz durch, das haben wir irgendwo auf eine etwas freie... Ja, hier. Oh, ist das gut, Leute, ist das atmosphärisch hier. Stimmig. So, einmal so ein bisschen hier die Kamera zum frei umgucken. Jetzt heißt es einen Frosch finden. Ich höre ein Geräusch, hört sich an, wie wenn so ein Frosch schwimmt hier, dieses Wasser so ein bisschen plätschert. Kurz in First Person gehen. Oder es sind Piranhas, die hier rumplätschern. Da vorne schleicht schon wieder ein Sarko. Die sind auch so gut. Da müssen wir, uns alles holen. Aber jetzt erstmal ein Frosch. Jetzt erstmal ein Frosch. Da hinten hüpft einer, da hinten hüpft einer. Wow, 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 wow. Das Capros hat versucht, uns anzuspringen. Ich weiß nicht, dass die können wahrscheinlich so hoch springen, wa? Der war auf jeden Fall, hat das versucht, uns anzuspringen.
Wenn das Vieh uns hier vom Vogel reißt, dann haben wir verloren. Wo ist jetzt der Frosch hin? Oh, da hüpft er. Oh, ein schöner Albino-Frosch. Bist mit Sicherheit niedrig vom Level. Geh ihm aus dem Weg, dickes Paracea. Da hüpft er. Level 76 ist genommen für einen Belzi erstmal. Und vor allem so ein schöner. Komm her, du musst mitkommen. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ah. So gut. So gut. Guck mal, wie schön. Ein Albino. Ein Albino-Frosch. Richtig gut. Alles klar, Leute. Ist immer noch nicht geschafft, aber ist schon fast geschafft. Kann immer noch sein, da kommt schon der Titanboa an, dass uns hier irgendwas angreift. Nein! Ah! Mist! Jetzt fällt er mir auch noch runter. An der Kante. Oh oh. Wo ist die Titanboa da? Ich habe den Frosch gleich erwischt, ne? Aus Versehen. Oh, jetzt hat er uns erwischt. Okay, die Titanboa haben wir. Bleib hier, du Frosch. Mal gucken, die hat uns auf jeden Fall zweimal gebissen. Ah, fall rein! Fall rein! Er fällt rein. Komm schon, du fällst jetzt rein. Ja! Okay, der Frosch ist drin. Durchs Fenster kommt er nicht raus. Torb auf unserem Vögelchen steigt, glaube ich, ein bisschen. Aber zwei Bisse müsste eigentlich aushalten. Der hat ja ein hohes Level. Ein sehr hohes Level. Okay. Oh, ho, 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 ho. Die aber trotzdem versucht ranzukommen, ne? Oh, guck mal, der kommt sogar fast ran. Oh, er hat uns, glaube ich, sogar erwischt. Vielleicht sollten wir versuchen. Oh, da kommt gleich das Fenster raus, Leute. Er hat nochmal gesessen. Der auch. So viel dürft ihr da nicht aushalten, so ein kleiner Frosch. Auch wenn er Level 76 ist. Der müsste gleich liegen. Da liegt er, ne? Oder? Ja, da liegt er. Sehr gut. Sehr gut. 5 Prime Meat. Müsste reichen. Zack. Mal Tür rein. Alles klar. Ich habe wieder keinen Narkus mitgenommen, ne? Der hat nicht viel Torpor. Der hat nicht viel. Da pflücken wir lieber zur Sicherheit mal ein bisschen was. Ich hoffe, wir kriegen hier wenigstens mal ein paar Narkos. Da waren jetzt gar keine dabei. 3, 4. Irgendwas stampft erst nur ein paar. Alles klar. Ja, ein paar Berries kommen noch zusammen hier. Okay, Leute, das ist super. Wir haben Belzebuvo. Mit dem kann man auch so, so gut über die Karte flitzen. Wenn wir ihn jetzt haben, heißt es. Aber es sieht ziemlich gut aus. Oh, guck mal, der hat... Hat er jetzt einmal gefressen mit dem Prime Meat? Nur schon so viel. Wie lange hält denn das Prime Meat noch? Ah, locker. Das ist locker. Das passt. Komm, die hauen wir ihm trotzdem rein. Aber der muss ja eigentlich nur noch ein zweites Mal fressen, ne? Oder wie viel Prozent haben wir? 60%. Der muss nur noch ein zweites Mal fressen. Plus 37 Level dazu. Den Zähmkäfig lassen wir hier stehen. Den können wir gleich stehen lassen. Falls wir noch. Da ist er schon. Ich habe gleich geguckt, ob es ein Weibchen oder ein Männchen ist. Egal, du bist jetzt erstmal Kermit. Erstmal bist du jetzt Kermit. Ist auch ein Männchen. Alles klar, Kermit. Kommst du hier raus? Aus der Tür? Nee, der dicke Frosch passt auch nicht durch die Tür. Nee, passt da nicht. Okay, komm her, wir können den aber bestimmt rausgreifen, ne? Komm mal reingeflogen hier. Und nicht an der Wand hängen. Ah, an der Wand hängen bleiben. Ach, warum so umständlich, Kermit? Warte kurz, ich mach dir die Wand auf. Ja, ja, ist, kannst gleich raus, warte kurz. Gib das mal her. Komm raus. Hätten wir auch eine Tür drin lassen können. Komm, noch ein Stück. So. Hüpf, hüpf. Die sind so unglaublich schnell. Im Wasser und an Land aber auch. Hauen wir erstmal eine normale Wand rein, ist jetzt egal. Da haben wir schon mal unseren kleinen Teampipi, wo wir uns schöne Belzebuvo suchen. Level 113 jetzt schon mal. Zack. Und die nehmen wir jetzt mit nach Hause.
Sehr, sehr schön. Wenn wir mehrere tragen könnten, könnten wir gleich mehrere zähmen. Aber wir nehmen jetzt erstmal den hier mit nach Hause. Hat gut geklappt. Hat schnell geklappt. Hat doch schön funktioniert. So habe ich mir das vorgestellt. Sattel können wir auf jeden Fall schon herstellen für den. Und dann können wir mit dem über die Karte hüpfen so ein bisschen und mal ein paar Insekten sammeln. Für einen ordentlichen Zementvorrat. Und weil die so unglaublich schnell sind und mit dem Sprung, die haben ja so eine extra Sprung, mit dem können sie weiß ich nicht wie weit springen. Auf jeden Fall kann einen da eigentlich fast nichts erwischen, weil man immer wegkommt. Man ist zu schnell einfach und kann auch zu weit springen. Deswegen, die sind auch super, um über die Karte zu düsen halt und schön Insekten zu sammeln. Und ich finde es einfach super, super cool, die Belzebufos. So, ihr Lieben, wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich auch sagen, das passt doch wieder super jetzt auch mit dem Ende der Folge hier. Ich bringe unseren Kermit sicher nach Hause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge in der Basis wieder. Wie immer, Lieben, sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.